Deutschland, Pflegeland. 850.000 Heimplätze gibt es bereits und es sollen immer mehr werden. Denn es gibt immer mehr alte Menschen. Ein gigantischer Pflegemarkt entsteht, denn mit alten Menschen, so scheint es, wird viel Geld verdient. Wer hat vor 20 Jahren Herrn Corsana, Herrn Dussmann gekannt? Wer hat Pro Signore gekannt? Wer hat diese ganzen Pflegekonzerne? Sie gab es nicht. Es ist ein Geschäft in erster Linie. Die Bewohner, die kommen irgendwann. Also. Andersen Holding wollte uns um nahezu eine Dreiviertelmillion erleichtern. Und das sind ja keine Manager, Verbrecher. Ja. Die Was war deren Ziel? Was wollten die? Ja, das Geld, ne? Und unser Geld. Du bist mein Herz, du bist mir. Du bist mich immer noch verrückt von alle der Jo, Jo, Jo. Tanztee im Rathaus von Köln-Kalk. Die meisten, die hier das Tanzbein schwingen, sind über 70, einige sogar an die 90. Die Deutschen jagen von Altersrekord zu Altersrekord. Und kaum einer möchte seine Selbstständigkeit aufgeben und schon gar nicht irgendwann in ein Heim. Nee, ach. Warum nicht? Nein. Solange mein Verstand in Ordnung ist, kommt nicht in Frage. Oder ich muss so bekloppt sein, dass ich das nicht merke. Dann gehe ich in Pflegeheim. Ne? So denken die meisten. Nur wenn nötig und so spät wie möglich. Aber manchmal geht es ganz schnell. Sie fallen, sie kommen aus ihrer Wohnung und sind gefallen, kommen ins Krankenhaus, kommen in der Reha und müssen dann nachher auf so ein Zimmer dann gehen. Ne? Ist nicht so einfach. Umso wichtiger ist es dann, in die richtigen Hände zu kommen. Ich bin noch zufrieden, dass es das gibt, dass es das gibt. Und man kann noch zufrieden sein und den Leuten nicht genug danken. Denn die opfern sich wirklich für einen auf. Über gute Heime wird selten berichtet. Diejenigen, die es in die Schlagzeilen schaffen, sind meist Skandalhäuser, in denen Bewohner misshandelt oder unterversorgt werden. Dabei gibt es die anderen. Und es sind gar nicht wenige. Selbstständige Heimbetreiber haben es in Deutschland schwer. Martin Michael Birkholz baute vor einem Jahr ein Pflegeheim in Berlin-Charlottenburg. Das ist eben ein Seniorenfahrstuhl. Dauert immer etwas länger. 1972 begann Birkholz als Pfleger. Heute besitzt er 4 Häuser. Die Gratwanderung zwischen dem Sozialarbeiter und dem Kaufmann, die ist immer gegeben. Und die ist eine sehr, sehr schwierige. Sonst wäre ich nicht zweimal in meinem Leben wirklich an das Limit gekommen, wo es eben sehr, sehr, sehr knackig war, dass ich beinahe nicht überlebt hätte. Finanziell? Finanziell, ja. Drittes Obergeschoss. Ans finanzielle Limit kommen viele im Pflegemarkt. Auch Birkholz hat es nicht leicht, denn die Großen bestimmen mehr und mehr den Wettbewerb. Pflegeheimketten wie Marseille, Cosana, Vivantes, Casa Reha oder Pro Signore wachsen stetig. Birkholz kämpft um jedes belegte Bett und jeden Bewohner, denn die Konkurrenz ist hart. Gut, aber Sie lassen ganz schön nach, Frau Levin. Was ist denn hier? Muss doch Dampf auf die Räder, oder? Gucken Sie doch Vivantes an in Berlin. Die haben 1700 Betten Pflegeheime und 6000 Krankenhausbetten, der größte Pflegekonzern in Europa. Glauben Sie, dass die Leute, die im Krankenhaus sind, nicht zuerst in die Häuser kommen? Ob Ortsnähe geprüft ist oder ob es auch das Richtige ist? Ich werde mich da nicht auf Glatteis begeben, aber da brauchen Sie ja nicht viel drüber nachdenken. 11 Millionen hat das Heim gekostet. Dafür hat Birkholz eigenes Kapital eingesetzt und hohe Kredite aufgenommen. Um sie abzuzahlen, muss Gewinn gemacht werden. Wie geht das, wenn das Wohl der Bewohner im Vordergrund stehen soll? Ja, ist Besuch heute. Ja. Stippvisite bei der Morgenpflege. Herr Wolf wird von Wohnbereichsleiter René Helbig versorgt.
Ein Zimmer weiter erledigt Herr Simon, Zöllner im Ruhestand, was er selbst noch schafft. So, kommen Sie, ich mach den Rücken, ne? Bleiben Sie ruhig sitzen. Wer mit Dementen umgeht, braucht viel Zeit und Geduld. Alles dauert länger. Herr Wolf, Gesicht waschen. Ja, so ist schick. Ja. So. Naja, so gute 20 Minuten, 30 Minuten dauert das schon. Ist die Zeit auch da oder ist man immer in Hetze? Also, ist nicht immer da. Muss ich mal so ehrlich sagen, ja. Aber man gibt sich halt immer Mühe, dass sie auch sauber und gepflegt halt aussehen. Ne? Ja. Cam, Herr Wolf. Cam. Die Station erfüllt den Personalschlüssel der Pflegekassen und ist trotzdem unterbesetzt. René Helbig hat eine enge Bindung an seine Bewohner. Dass er für sie meist zu wenig Zeit hat, setzt nicht nur ihm zu. So, ich mach noch ein bisschen, ne? Ja. So, und dann sind sie fertig, Herr Wolf. Wir würden uns auch über mehr Personal freuen, gar keine Frage. Weil dann kann man ganz individuell ganz anders auf die Leute eingehen. Aber... So, Herr Simon, jetzt sind wir fertig. So, danke. Gut. Chef Birkholz, seine Heimleiterin und der Belegungsmanager versuchen beides. Sie wollen die Bewohner gut versorgen und rentabel wirtschaften. Dafür brauchen sie idealistisches und vor allem ausreichend Personal. Ich denke, aus meiner Sicht, der jeden Tag erlebt, was Pflegekräfte zu leisten haben, wäre es eine Kleinigkeit, 3-4% die Pflegeversicherung zu erhöhen. Und dann könnte man tatsächlich den Mitarbeitern einen Obolus von 200-300 Euro mehr geben. Und dann käme mehr Qualität herum. Geld ist nicht alles, aber es ist eine Notwendigkeit für die Mitarbeiter, die manchmal oft nicht wissen, wie sie ihren Strom und ihre Miete bezahlen sollen. Fertig gepflegt und ab zum Frühstück. Dort sind die Bewohner eine Weile sich selbst überlassen, bis die Morgenpflege durch ist. Heimchef Birkholz würde mehr Personal einstellen, sagt er uns, wenn es in Deutschland nicht die Fachkraftquote gäbe. Die verlangt, dass 50% der Pflegerinnen und Pfleger eine abgeschlossene Ausbildung haben müssen. Das ist teuer. Wenn der Heimbetreiber sparen muss, dann ausgerechnet beim Personal. In seinen beiden Häusern in Eisenach kürzt Birkholz bereits die Arbeitszeit. Ich habe in meinem Eisenacher Haus bis vor einem Jahr die Leute noch mit 37,5 Stunden beschäftigt. Aber dann bin ich in der Dienstplangestaltung nicht mehr hingekommen und habe sie auf 6 Stunden setzen müssen, nur noch auf 30 Stunden. Und der Nachteil? Und das reicht dann nicht mehr aus zum Leben. Aus finanziellen Gründen? Aus finanziellen Gründen, weil die Pflegesätze seit 5 Jahren nicht mehr erhöht worden sind. Für mehr Lebensqualität im Heim, für mehr als satt, sauber, trocken, müssten Pflegekassen und Politik bei Löhnen und Zuzahlungen komplett umdenken. Wie kann es sein, dass andere viel Geld mit der Altenhilfe verdienen wollen? Denn es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Deutschland ein Heimneubau angekündigt wird, immer öfter finanziert durch die freie Wirtschaft. Wir stoßen auf eine Internetanzeige, die gute Renditen verspricht, wenn Anleger in ein Pflegeheim investieren. 5-7% pro Jahr, staatlich garantiert, über 20 Jahre lang. Finanzkrise war gestern. Wie ist das möglich, wo doch täglich über knappe Pflegesätze und in die Insolvenz gehende Einrichtungen berichtet wird? Wir fahren nach Hamburg. Die beiden größten Anbieter von geschlossenen Pflegeheimfonds haben uns ein Interview zugesagt. Ihre Kunden lesen sich wie das Who ist Who des Pflegemarktes. Große Ketten sind darunter, aber auch karitative und kirchliche Träger. Jan Lucht ist Geschäftsführer der IMAG AG. In über 80 Pflegeheime hat sein Unternehmen bereits investiert. Das Geschäftsmodell ist nicht altruistisch und hatte als Grundidee zweifelsohne nicht die Optimierung gesellschaftlicher Versorgungsstrukturen, sondern zweifellos mit Gewinnerzielungsabsicht, überhaupt gar keine Frage. An die IMAG wenden sich diejenigen, die Geld für einen Heimbau oder eine Heimimmobilie brauchen.
Die Fondsmanager besorgen das nötige Kapital, einen Teil von der Bank plus Eigenkapital, den Rest bringen private Anleger. Damit wird das Objekt erworben und an die Heimbetreiber vermietet. Die Verträge sind langfristig, meist über 20 Jahre. Der Anleger erhält seine Rendite, der Fondsverwalter natürlich auch. Geld verdienen mit alten Leuten, Altenheime als Renditeobjekte? Seit der Einführung der Pflegeversicherung ist das nicht nur möglich, sondern politisch gewollt. Wir sind bei der INP AG. Das Investitionsvolumen dieses Unternehmens in Pflegeheime über 140 Millionen Euro. Natürlich haben alle vielleicht immer verbunden so eine Art Geschmäckle, dass wir nun eine stationäre Pflegeeinrichtung haben, am Ende bei einer Beteiligung da sogar Geld verdient wird. Tatsache ist, wir sind uns einig, wir haben einen hohen Bedarf an stationärer Pflege. Das ist Fakt. Die reden von 80 Milliarden Investitionsbedarf in diesem Bereich bis 2030. Und der wird seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 überwiegend von Privatunternehmen und Investoren aufgebracht. In Hamburg zum Beispiel gibt es gar keine städtisch betriebenen Pflegeheime mehr. Der Staat an sich ist für diese betriebswirtschaftliche Kompetenz, die ein Pflegeheimbetrieb genauso wie ein Klinikbetrieb erfordert, schlicht nicht richtig aufgestellt. Das fängt schon an, beginnt mit einem Projekt, das fängt schon an in der Bauphase. Dass die öffentliche Hand nicht in der Lage ist, mit der Kosteneffizienz ein Pflegeheim zu konzipieren und zu bauen, wie das private Betreiber oder Investoren ohne Netz und doppelten Boden eben machen müssen. Warum investieren Anleger in Pflegeheime? Erstens, es gibt immer mehr bedürftige Menschen und zweitens, immer irgendeinen, der für sie zahlen muss, sagen die Fondsmanager. Wie finanziert sich ein Pflegeheimbetrieb eigentlich? Quelle 1, über die Pflegekosten. Der größte Teil davon kommt aus der Pflegeversicherung. Den Rest zahlen der Bewohner oder die Sozialämter. Da freue ich mich. Quelle 2, über die Heimkosten für Unterbringung und Verpflegung, auch Hotelkosten genannt. Die zahlt der Bewohner, wenn das nicht möglich ist, seine Angehörigen oder wieder das Sozialamt. Die dritte Quelle ist der Investitionskostensatz der Kommunen. Damit werden Kosten wie Miete, Sanierung und Mobiliar abgedeckt. Der Satz wird für jedes Heim individuell festgesetzt. Wer mit diesen Kosten gut wirtschaftet, kann Gewinn machen. Dieser Investitionskostensatz ist für einen Investor wie uns dann eine wesentliche Größe, die zu beachten ist. Wir lassen uns von ihr sicherlich weder in die eine noch in die andere Richtung geißeln, Häuser zu erwerben oder nicht. Aber das ist eine wesentliche Größe dann eben für die Investitionsseite. Die Immobilien sind in erster Linie die Sicherheit des Investors. Es folgen die Belegung des Heims und die genannten Investitionskosten. Die Hamburger Fondsmanager verweisen darauf, dass unter ihrer Verwaltung noch keine Pflegeimmobilie Insolvenz anmelden musste. Eine stationäre Pflegeeinrichtung lebt davon, dass sie einen Betreiber haben, der seinen Job versteht. Sie wollen möglichst langfristig mit diesem Betreiber ja zusammenarbeiten. Das ist nämlich der Punkt. Sie haben einen 20-Jahres-Pachtvertrag. Das ist eine andere Nummer, als wenn Sie ein Wohnhaus kaufen, wechselnde Mieter quasi sich die Türklinke in die Hand geben. Das kriegt man vielleicht noch gehandelt. Aber wir reden hier davon, Sie müssen vornherein mit der Betreiberschaft in einem Boot sich arrangieren. Und wenn Sie dieses Näschen, dieses Gespür als Investor nicht entwickeln, dann werden Sie auch gar nicht zum Ziel gelangen und ein wirklich gutes Invest erzielen. Unsere Recherchen führen uns auf einen ganz anderen Weg der Gewinnschöpfung im Pflegemarkt. Wir hören von einem angeblich unseriösen Investor in der Stadt Rade vorm Wald. Er soll Heimbewohner und Personal geschädigt und Pachten wiederholt nicht gezahlt haben. Es habe damit begonnen, dass die Anderson Holding AG aus Berlin in dieses Heim bei der wirtschaftlich strauchelnden Bonvie Rade vorm Wald GmbH mit 50% einstieg. Die Anderson Holding im Namen von Herrn Schriever, die traten als der rettende Engel auf, indem sie jetzt der Bonvie, die in Schieflage ist, also jetzt schwer unter die Arme greifen, als finanzstarker Investor und das Ding jetzt auf geraden Kurs bringen. Ja. Wenn man dem Internetauftritt der Anderson Holding AG Glauben schenkt, waren die Heimbetreiber aus dem Bergischen Land an die Richtigen geraten. Das Unternehmen sei spezialisiert auf, Zitat, die Sanierung sowie die strukturierte Übernahme von mittleren und größeren Unternehmen im Pflegebereich. Und weiter unten heißt es,
Anderson Holding schafft Lösungen, soziale Lösungen. Soziale Lösungen sind nicht gerade das, wodurch die Anderson Holding AG in Rade vorm Wald auffällt, so Mitarbeiter und Bewohner uns gegenüber. Drastische Einsparmaßnahmen und eine schlechte Zahlungsmoral hätten sich im Pflegealltag niedergeschlagen. Es wurden keine notwendigen Materialien, die wir für die Arbeit brauchen, angeschafft im Pflegehilfsmittelbereich. Ich bekam durch den Kontakt mit den Kollegen in der Küche mit, dass wir teilweise um Essenslieferungen kämpfen mussten, weil der Lieferant nicht bezahlt wurde. Es stand zur Debatte einen Tag mal, dass die Leihwäschefirma vorbeikommt und ihre kompletten Handtücher und Waschlappen hier abholt. Wir hätten nicht mehr arbeiten können, weil Rechnungen nicht beglichen wurden. Uns liegen Unterlagen aus der Buchführung vor, die uns einen Eindruck davon geben, wie mit den Außenständen von Lieferanten und Dienstleistern umgegangen wurde. Links die Außenstände, rechts das Zahlungsziel. Ein ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter schildert uns die Methode Sparen durch Zahlungsverweigerung. Er will unerkannt bleiben. Wir stellen das Gespräch nach und geben den originalen Wortlaut wieder. Es gab tatsächlich eine akribische Buchführung, was das anging. Alles unterhalb der dritten Mahnung galt als nicht besonders schwerwiegend. Und nur wenn Inkasso-Androhungen da waren oder Androhungen des gerichtlichen Mahnverfahrens, dann wurden diese Rechnungen überwiesen. Aber auch nur, um eine Sperrung der Konten zu vermeiden. Dann werden die Bezüge der Mitarbeiter gekürzt, obwohl diese, wie viele in der Branche, bereits seit Jahren unter Tarif arbeiten. Wir haben Verzichtserklärungen unterschreiben müssen für die Vergangenheit, wo wir Ansprüche hatten auf Sonderzahlungen, die nicht gezahlt worden waren, aber zurückgestellt worden waren. Wir haben einen endgültigen Verzicht da unterschrieben. Ich persönlich für meinen Fall, das kann ich auch ganz offen sagen, habe in den 10 Jahren auf 20.000 Euro verzichtet. Zusätzlich sparen die Betreiber in Rade vorm Wald auch noch Teile der von den Kommunen oder Bewohnern überwiesenen Investitionskosten ein, statt sie wie vorgesehen zu verwenden. Der Investitionskostenfaktor ist ja derjenige, der den Heimen zugestanden wird, um sich auf dem neuesten Stand zu halten, Reparaturen, Neuanschaffungen, Instandhaltungen vorzunehmen. Wenn man diese natürlich hinauszögert und bis zum geht nicht mehr streckt, dann kann man natürlich alleine aus diesem Satz heraus Mittel für andere Zwecke generieren. Aus uns vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass sich der Mitgeschäftsführer der Bonvie Rade vorm Wald GmbH und die Anderson Holding AG wenige Wochen vor ihrem Abgang noch große Summen überwiesen. Wenn man Rechnungen nicht bezahlt, dann hat man das Geld ja und kann sich das selber überweisen. Herr Alsdorf. Ah ja, okay. Wenn ich sehe, dass der Mann sich da so fett bedient hat mit 6-stelligen Beträgen und wir selber haben selbst unser letztes Gehalt nicht bekommen und haben im Laufe der ganzen Jahre auf Summen verzichtet, da wird einem schon ziemlich schlecht, ja. Und man wird ziemlich wütend. Ist unfassbar. Nach dem Besuch in Rade vorm Wald bitten wir die Anderson Holding AG um ein Interview. Denn deren erster Vorsitzender Günter Schriever traf in Rade vorm Wald die wesentlichen Entscheidungen, sagen uns ehemalige Mitarbeiter. Noch am selben Tag erhalten wir eine Zusage und werden aufgefordert, unsere Fragen schriftlich einzureichen. Dem kommen wir nach und warten ab. Christa Schneider war 9 Jahre im Bonner Pflegeheim Haus Dottendorf als Leiterin tätig. Als die Anderson Holding AG 2010 einstieg, erlebte sie das, wie sie sagt, rücksichtslose Auftreten der Berliner. Sie kündigte schweren Herzens. Warum wenden sich Heime in finanzieller Not nicht an eine Bank? Wenn Sie eine soziale Einrichtung sind, die in finanzieller Schieflage liegt, dann finden Sie keinen soliden Investor. Sie finden keine Bank. Und dann ist man natürlich auch solchen Firmen wie der Anderson Holding ausgesetzt, weil das ist im Prinzip, und so war es ja in Dottendorf auch ein Stück weit, es ist der letzte Anker, an dem man sich hängen kann, weil die Banken, die interessiert das nicht, die helfen einem nicht. Auch nicht die Bank für Sozialwirtschaft. Nein, die Banken, die machen da, ist ja nichts dahinter, wenn ihnen das Haus noch nicht mal gehört, wenn sie also auch keinen Wert dagegen haben, was ja verständlich ist, dann noch Kredite zu geben, wo man sowieso schon sehr verschuldet ist, ist natürlich auch schwierig.
So sind Heime wie das in Rade vorm Wald solchen Investoren und ihren Methoden hilflos ausgeliefert. Das bestätigt auch unser Informant. Nach dem Abgang der Betreiber wird das Unternehmen in Form einer klassischen Unternehmensbestattung an weitere Geschäftsführer durchgereicht, dies mehrfach örtlich verlegen, bis auch der letzte Gläubiger entnervt aufgegeben hat und auch der letzte Insolvenzantrag ins Leere gelaufen ist. Der klassische Abschluss ist, dass dann im Inland und im Ausland durch den zuletzt zuständigen Geschäftsführer ein Insolvenzantrag gestellt wird. Da es aber inzwischen nichts mehr zu pfänden gibt, wird dieser dann mangels Masse abgelehnt. Hier eine Insolvenz mit Anlauf, dort eine millionenschwere Investition. Nahezu zeitgleich zum Abgang in Rade vorm Wald erwirbt die Andersen Holding AG in Form einer neu gegründeten GmbH ein Objekt in Mülheim an der Ruhr. Der seit über einem Jahr insolvente Wohnpark Dimbeck wird zum 1. Juli 2012 übernommen. Man denke an eine längerfristige Verpflichtung, heißt es in der Zeitung, und wolle erst einmal baulich sanieren. Besonders gut gefällt mir hier der Satz, wir müssen hier schon etwas Geld in die Hand nehmen. Ja. Woher das Geld jetzt kommt, das weiß ich ja. Unter anderem ist das dann ja auch mein Geld, was da in die Hand genommen wird. Was ich nicht bekommen habe und hätte kriegen müssen, wie all die anderen Kollegen hier. Inzwischen ist das Erbe gescheiterter Betreiberschaften in Nordrhein-Westfalen gut bekannt. Dennoch haben die selbsternannten Sanierer für ihr neues Heim den nötigen Versorgungsvertrag bekommen. Wir fragen bei der zuständigen Knappschaft Bahnsee nach, warum. Wir haben darüber Informationen, aber die Problematik ist, es geht hier nicht um die Andersen Holding, sondern um eine spezielle GmbH, die gegründet worden ist, um dieses Haus in Mülheim zu betreiben. Und genau das mussten wir prüfen und das ist geprüft worden und da gibt es keine negativen Ergebnisse. Der Handelsregistereintrag sieht positiv aus und eben schlichtweg, weil noch nichts drin ist. Es gibt die baulichen Voraussetzungen, es gibt die personellen Voraussetzungen und damit sind wir verpflichtet zu sagen, ihr bekommt den Versorgungsvertrag. Neue GmbH, neues Glück. Die Vorgeschichte eines Unternehmers hört damit auf zu existieren, solange er nicht strafrechtlich verurteilt ist. Auf der Internetseite der Andersen Holding AG finden wir die Neuerwerbung in Mülheim wieder. Dort ist auch der Investitionskostensatz für Instandhaltung und Miete aufgeführt, den die Betreiber pro Bewohner am Tag erhalten. Im Seniorenzentrum Rade vorm Wald, inzwischen unter neuer, solider Betreiberschaft, gab es unter dem Vorgänger Investitionsstau, hohe Pachtschulden und jede Menge unbezahlter Rechnungen. Der Landschaftsverband Rheinland berechnete den Investitionskostensatz für die Einrichtung in Mülheim und genehmigte ihn. Wenn das einmal festgesetzt ist, wird es für 2 Jahre lang wird das bezahlt. Ja. Ohne Wenn und Aber. Kann man einen kleinen Cut machen, ja. Wie gesagt. Ist er so, ne? Das ist so, ja. 2 Jahre kann der Betreiber mit dieser Summe pro Bewohner und Tag rechnen. Je weniger er investiert und instand hält, umso höher ist sein Gewinn. Und umso geringer die Lebensqualität der Bewohner. Wir fragen, ob das kontrolliert wird. Und ansonsten ist das selber in der Verfügungsgewalt der Einrichtung mit diesen Pauschalen, die dahinter steckt, für Abschreibung und Instandhaltung so zu wirtschaften, dass sie über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eine funktionsfähige, gut erhaltene Einrichtung vorhalten. Außerdem haben die Bewohner ja ein Wahlrecht. Kann sich ja jeder Bewohner die Einrichtung aussuchen, in dem er untergebracht sein will. Das Wahlrecht altert zum Teil hilfloser Bewohner als Kontrolle? Für Unternehmen, die Mittel zweckentfremden wollen, sind das optimale Voraussetzungen. Rade vorm Wald ist nicht das erste Pflegeheim, das die Andersen Holding AG alles andere als saniert. Betroffen war auch das Haus Dottendorf im gleichnamigen Bonner Stadtteil. Hier hat die Bonvie Dottendorf GmbH so hohe Mietrückstände, dass sie aus der Einrichtung geklagt wird. Sie tritt die Flucht nach vorne an und mietet einfach ein anderes Heim, das seit 2 Jahren leerstehende St. Agnes Stift im Bonner Norden.
Alle Bewohner im Haus Dottendorf, darunter Christel Lohmeier, werden aufgefordert, dorthin umzuziehen. Aber die 89-Jährige möchte nicht weg. Ist das Haus Dottendorf für Sie ein richtiges Zuhause? Ist mein Zuhause. Ist mein Zuhause. Das kommt von Herzen. Ist mein Zuhause. Pflegerin Dorothea Bäume arbeitet seit 20 Jahren in der Einrichtung. Erstmal war ganz klar, die möchten oder wollen nicht umziehen. Ne? Und war natürlich erstmal Angst. Ne? Was passiert mit uns? Wo kommen wir hin? Die Bewohner, die sich überhaupt noch dazu selber äußern konnten oder dann auch die Angehörigen. Ne? Mitgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Anderson Holding AG, Günther Schriever, möchte eine hohe Belegung des neuen Hauses und wirbt mit allen Mitteln für den Umzug. In einem Rundschreiben heißt es, Zitat, diese Vorgehensweise wurde bereits mit der Heimaufsicht vorbesprochen und wir finden dort jede erdenkliche Unterstützung bei unserem Vorhaben. Unterschrieben Günther Schriever, Geschäftsführung. Der damalige Leiter des Bonner Sozialamtes und damit auch Chef der Heimaufsicht, Dieter Leminski, hat das ganz anders in Erinnerung. Gespräche haben wir nicht geführt, zumal ja auch seitens des Betreibers innerhalb kürzester Zeit Anwälte eingeschaltet worden sind, sodass also ein Austausch gar nicht möglich gewesen ist, sondern das ging ja danach dauernd hin und her mit Dienstaufsichtsbeschwerden und Klagen gegenüber der Stadt, nicht? Dass wir sozusagen uns in Bereiche einmischen würden, die uns letztendlich nichts angingen. Wir lernen Christel und Manfred Bläser kennen. Jeden Tag besucht Christel Bläser ihren Mann im Heim. Da sie aus dem unmittelbar benachbarten Ortsteil Kessenich kommen, weigert sich Manfred Bläser, in das neue Haus umzuziehen. So werden die Eheleute Zeugen des Auszuges. Wir hatten also einen Monat lang kein Telefon. Haben die unten einfach zerstört, irgendetwas. Haben eine Menge von Essen mitgenommen, also Vorrat, der für die Küche bestimmt war. Alles eingeräumt. Die fuhren schließlich mit LKWs hier vor und wir sahen, was da alles reinkam. Also wir waren hier am Arbeiten, haben die Bewohner versorgt, so gut es eben ging. Um auch den Bewohner halt, dass sie das gar nicht mitbekommen, was hier so passiert. Aber also hier wurden Gegenstände, Pflegemittel rausgetragen. Pflegemittel, Möbel und Vorräte werden in das neu angemietete Domizil, das St. Agnes-Stift, gebracht. Als der Heimleiter in Dottendorf, Thomas Henseler, protestiert und seinem Arbeitgeber Rücksichtslosigkeit vorwirft, erhält er Hausverbot. Das war die Hölle. Regelrecht die Hölle war das für uns. Da ging uns der Herr Heinzeler, hatte Verbot gehabt. Wir hatten niemanden mehr. Wir hatten niemanden mehr damals. Christel Lohmeier bleibt auf ihrer unterbesetzten Station, als sie hört, dass eine andere Betreibergruppe das Haus übernehmen wird. Auch Manfred Bläser bleibt. Aber 28 Bewohner, so wird uns berichtet, werden umgesiedelt. Ich darf gar nicht mehr dran denken, wie schrecklich dieses Bild war, wie diese alten Menschen, das waren überwiegend welche, die also gar nicht mehr entscheiden konnten, wie die weggebracht haben. Christel Lohmeier hat lange gebraucht, um sich von den Schrecken zu erholen. Und wenn sie daran zurückdenkt, was geschehen ist, regt sie sich aufs Neue auf. Das sind ja keine Manager. Verbrecher. Ja. Was war deren Ziel? Was wollten die? Ja, das Geld, ne? Und unser Geld. Also wir haben zumindest alle unser letztes Gehalt von Bonvie nicht bekommen, sowie auch Sonderzahlungen und so weiter. Das Geld war weg? Das Geld war weg und ich muss den Anwalt natürlich auch selber bezahlen, was nochmal genauso viel war. Im St. Agnes-Stift machen die in Bonn-Dottendorf gescheiterten Betreiber weiter, als wäre nichts gewesen.
Karin Robinet, Grüne und Mitglied im Sozialausschuss von Bonn, wird durch die Presse aufmerksam. Sie findet heraus, dass die Bonn Vie auch in Hessen ein Heim aufgegeben und auch dort einen hohen Schuldenberg hinterlassen hat. Es hieß ja schon, in Els ist das Gleiche passiert. In Hessen, in einem anderen Heim, ja. Genau, in einem anderen Heim. Und dann hieß es, jetzt hat es sich wiederholt in Dottendorf. Und da dachte ich, jetzt seien die Verantwortlichen eigentlich gewarnt. Sie schreibt an den Verband der Ersatzkassen, denn der erteilte der neuen Bonn Vie St. Agnes GmbH die Genehmigung für das St. Agnes Stift. Wieso kriegt dann so jemand einen neuen Versorgungsvertrag? Das war meine Frage an den VDEK. Und der VDEK hat gesagt, uns lagen keine Tatsachenbehauptungen vor, uns lag keine Tatsachenfeststellung vor, die dazu hätte berechtigt. Wir fahren zum Sitz des Verbandes der Krankenkassen nach Düsseldorf. Wir wollen noch mal nachhaken, warum ein Betreiber, dessen Ruf bereits zweifelhaft ist, dennoch einen Versorgungsvertrag erhält. VDEK-Sprecher Dirk Ruiz erinnert sich gut an den Fall. Man habe seinerzeit alles geprüft. Ergebnis, die baulichen Voraussetzungen und ausreichend Personal habe der Betreiber nachgewiesen. Bewiesene Pflegemängel lagen nicht vor. Wir können die Verträge nicht verweigern. Wir haben keine Einflussmöglichkeit. Jedes Gericht würde uns eine Kündigung eines Versorgungsvertrages oder ein Ablehnen um die Ohren hauen, wenn tatsächlich die Voraussetzungen vorliegen. Da sind wir gehalten, haben sozusagen einen Kontrahierungszwang, einen Abschlusszwang. Selbst wenn der Leumund nicht in Ordnung ist. Ja, die Frage des Leumundes ist leider eine Frage, die wir als Pflegekassen nicht stellen können, nicht stellen dürfen. Uns liegen hier gar keine rechtlichen Möglichkeiten vor, über den Leumund uns möglicherweise auszutauschen, uns kritisch auszutauschen, hier Recherchen einzuholen. Dazu haben wir rechtlich nicht die Möglichkeiten. Wir würden uns vermutlich sogar strafbar machen. Die Bonner Heimaufsicht aber hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Abschluss eines Versorgungsvertrages, muss aber dessen Umsetzung überwachen. Ich halte das Verfahren auch nicht für richtig. Man sollte tatsächlich im Genehmigungsverfahren eines Versorgungsvertrages auch das Fachwissen und den Sachverstand einer Kommune vor Ort, wenn es sich um eine Einrichtung, also im Zuständigkeits der Kommune handelt, auch abfragen, weil da ja viel mehr bekannt ist als das, was der VDEK zu prüfen hat. Trotz eindeutigen Handlungsbedarfes fehlte es so an der nötigen Kommunikation der Verantwortlichen zwischen Düsseldorf und Bonn. Wenn wir das Beispiel Dottendorf aus Bonn noch mal aufgreifen, hier hat die Heimaufsicht ja den Übergang der Träger mit begleitet. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Heimaufsicht wohl nicht in dem Sinne, wie wir es uns gewünscht hätten, hier auf den alten Betreiber einwirkt und auch dann die neue Einrichtung tatsächlich prüft. Beziehungsweise wir konnten hier keine Verwerfung feststellen, was die Heimaufsicht da konkret vor Ort gemacht hat. Das ist für uns auch offen. Hier wird der Ball hin und her gespielt. Die VDEK sagt, die Heimaufsicht ist zuständig, die Heimaufsicht sagt, der VDEK ist zuständig. Und dazwischen klafft eine große Lücke. Also auch was eben im SGB gibt es scheinbar auch also Gesetzeslücken. Wenn wir jetzt feststellen, dass wir hier Lücken haben, weil niemand anscheinend Befugnis hat, solchen Fällen nachzugehen, dann muss die Politik sich hier tatsächlich Gedanken machen, wer kann mit welcher Befugnis ausgestattet werden, hier auch irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen. Wie man das macht, das ist vermutlich noch eine offene Frage. Möglicherweise muss man einen Index bilden, braucht vielleicht eigene Ermittlungsbehörden auch bei Staatsanwaltschaften oder der Gesetzgeber muss einfach das Gesetz ändern und Kriterien festlegen, nach denen es nicht mehr möglich ist, dass ein Betreiber eine Einrichtung betreiben kann, wenn er dies und jenes nicht erfüllt. Ja, klar. Scheinbar gibt es gegen schlechte Betreiber für den VDEK und die Heimaufsichten keine wirkliche Kontrolle. Das einzige Instrument wäre der Einsatz des medizinischen Dienstes, der bei Verdacht jederzeit in ein Heim geschickt werden kann. Aber der kontrolliert dann vor allem die Pflegedokumentation. Muss dokumentiert werden, der Bewohner nun abgeführt hat oder nicht. Und es muss auch dokumentiert werden, die Befindlichkeit des Bewohners. Die Dokumentation des täglichen Pflegeaufwandes wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass die Leistung, für die die Kassen zahlen, auch den Senioren zugutekommt. Wenn der medizinische Dienst der Krankenkassen unangekündigt ins Haus kommt, prüft er vor allem das. Am Ende vergibt er eine Note für das Haus, für jeden Interessierten einsehbar. Sicherlich muss der MDK auch prüfen, allerdings prüft er im Moment immer noch Prozessqualität. Das heißt also, er prüft, ob der Bewohner Essen bekommen kann, ob er auch Essen bekommt, aber ob es ihm schmeckt und
ob es seinen Wünschen entspricht, ob es was zu seiner Lebensqualität beiträgt und so. Das wäre Ergebnisqualität, das prüft er halt nicht. Und verletzte Seelen auch nicht. Denn der VDEK hat auch in Dottendorf geprüft. Ergebnis: keine Beanstandungen. Und diejenigen, deren Löhne am Ende nicht gezahlt wurden, versuchen auch noch alles, um ihre Bewohner zu schützen. Die Schwestern, die hier geblieben sind, und die haben sich aufgeopfert. Das darf man nicht vergessen und ich habe es nicht vergessen. Die Anderson Holding AG hat inzwischen per E-Mail Stellung bezogen. Auf unsere Fragen, warum es zu einem Ende ihrer Engagements in Dottendorf und Rade vom Wald gekommen ist, antwortet das Unternehmen, dass in beiden Häusern der Mietvertrag ausgelaufen sei und man sich mit den Eigentümern nicht über die zukünftige Pacht habe einigen können. Von den Mietschulden und den Räumungsklagen gegen die Bonn-Wie GmbHs, an denen die Anderson Holding AG beteiligt war, kein Wort. Die ehemalige Heimleiterin Christa Schneider wundert sich, dass sich der Ruf dieser Holding noch immer nicht herumgesprochen hat. Ich würde Ihnen absolut raten, die Finger davon zu lassen. Das schadet dem Haus nur und Sie sehen es ja mit dem Haus Dottendorf jetzt hier oder auch in Rade von Wald und Elz und letztendlich ja auch mit dem Agnes-Stift. Das Agnes-Stift haben sie ganze 3 Monate betrieben oder 4 waren es, glaube ich. Dann waren sie dort auch schon wieder weg. Und das geht nicht. Man kann so auch nicht mit älteren Menschen umgehen. Die brauchen diese Sicherheit, dass sie auch einen zuverlässigen Träger haben, bei dem sie untergekommen sind. Wir erfahren von noch einem Fall, wie die Holding mit Pflegeeinrichtungen Geschäfte macht. Diesmal hat es das Unternehmen nach Baden-Württemberg verschlagen. Ihr Opfer, die Gewita GmbH, ein Verbund von 2 großen Einrichtungen. Die eine in Lörrach an der Grenze zur Schweiz, die andere in Mülheim am Fuße des Schwarzwaldes. Anderson Holding wollte uns um nahezu eine Dreiviertelmillion erleichtern. Am 25. Juli 2011 entdeckt Michael Hünninger das Unfassbare. Statt auf über 700.000 Euro steht das Geschäftskonto auf Null. 300 Bewohner und 350 Mitarbeiter sind betroffen. Es hätte uns gefehlt, die Gehälter aller Mitarbeiter zu bezahlen. Es hätte uns gefehlt, unsere Lieferanten zu bezahlen. Es hätte uns gefehlt, unser Geld, das gebraucht wird, um unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu versorgen. 6 Monate vorher war die Anderson Holding AG mit 50% Unternehmensanteil bei der Gewita Management GmbH eingestiegen. Günter Schriever wird Mitgeschäftsführer. Die Badener wollen mit Hilfe des Berliner Know-how und deren Kapital wachsen. Herr Schriever spricht vor Geschäftspartnern gerne davon, dass es starke Partner in den USA gäbe, darunter eine US-Aktiengesellschaft mit 300 Millionen Dollar Stammkapital. Tatsache ist, beide sogenannte US-Partner sind lediglich Firmen ohne Geschäftstätigkeit, sprich klassische Briefkastenfirmen, die jeder von uns für knapp 500 Dollar Gebühr pro Jahr registrieren lassen kann. Bei der Gewita GmbH handelt es sich diesmal nicht um ein angeschlagenes Unternehmen. Im Gegenteil. In beiden Anlagen gibt es ein Pflegeheim, Seniorenapartments und betreutes Wohnen im Angebot. Die Bewohner haben sichere Renten und Rücklagen. Die Einnahmen sind gut. Das weckt anscheinend Begehrlichkeiten bei dem neuen Partner. Die Forderungen waren hoch, deutlich höher als das, was wir selbst bisher von unseren Betriebsgesellschaften erhalten haben. Man sprach von 5% aus dem Umsatz. Aus dem Umsatz, nicht vom Gewinn. Das heißt, nicht der Gewinn und das Ergebnis der Gesellschaft ist maßgebend, sondern auch, wenn Negativergebnisse da gewesen wären, hätte man Managementgebühren abgreifen wollen. Die Bewohner doppelt zur Kasse bitten, ungeachtet des wirtschaftlichen Erfolges? Unter anderem diese Forderung veranlasst die Badener, eine Rücktrittsklausel im Vertrag zu aktivieren. Der Ausstiegstermin steht bereits. Da entdeckt Michael Hünninger das geräumte Konto. Was war passiert? Was uns dann danach ereilt hat, war die Tatsache, dass Herr Schriever in seiner Doppelfunktion als Vorstand der Anderson Holding und als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gewita Management Gesellschaft noch vor diesem 30.06., wenige Tage davor,
wohl Rechnungen geschrieben und anerkannt hat, die Anderson Holding gestellt hat, über mehrere hunderttausend Euro gegen die Gewita-Gesellschaften. Die hat er in einem notariellen Schuldanerkenntnis als Geschäftsführer der Gewita anerkannt. Nochmal zur Klarheit. Der gerade noch Geschäftsführer schreibt seine eigenen Rechnungen und lässt sie mit Hilfe eines Notars anerkennen. Dann lässt er das Konto der Gewita pfänden. Über 700.000 Euro sollen so verschoben werden. Aber die Hausbank legt die Summe erstmal auf ein Sperrkonto. Michael Hüninger reicht sofort Klage ein. Er hat Glück, denn ein Richter hebt die Pfändung nach 3 Tagen auf. Der Grund? Das Gericht kann keine Gegenleistung der Anderson Holding AG erkennen, die die gestellten Rechnungen rechtfertigen würde. Im Urteil heißt es, die Klägerin hat glaubhaft gemacht, dass der Schuldtitel durch eine kriminelle, zumindest aber durch eine vorsätzlich sittenwidrige Handlung erwirkt wurde. Und weiter? Verbliebe es bei dieser Kontopfändung, wäre nicht nur die Versorgung der Bewohner gefährdet, sondern auch die Zahlung der Mitarbeitergehälter, die in Kürze bevorsteht. Die Anderson Holding AG bezieht uns gegenüber schriftlich Stellung zum Ende der Kooperation mit der Gewita. Für die Gewita wurde ein Sanierungskonzept bzw. ein Sanierungsplan entwickelt. Da über die Umsetzung keine Einigung erzielt wurde bzw. es Differenzen auf Gesellschafterebene gab, wurde der Geschäftsanteilskaufvertrag rückabgewickelt. Was die Differenzen betrifft, stimmt die Gewita dieser Stellungnahme sofort zu. Einen Sanierungsplan aber habe es nie gegeben, da sie weder früher noch aktuell den mindesten Sanierungsbedarf habe. Inzwischen gibt es in Berlin staatsanwaltliche Ermittlungen gegen die Anderson Holding AG. Aber wenn die Politik Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität im Pflegemarkt durchführen will, wird das nicht einfach. Denn in Deutschland gibt es zwar nur ein Strafgesetzbuch, aber dazu noch 16 Heimgesetze. Natürlich gibt es sehr viele Häuser, in denen mit Herz und Verstand gepflegt und gewirtschaftet wird. So wie hier beim Pflegezentrum Lückallee in Berlin. Hier leben 34 Bewohner mit weit fortgeschrittener Demenz. Die Warteliste ist lang, obwohl es hier noch 3- und 4-Bettzimmer gibt. Prost, Prost, Prost. Auf mein Wohl. Ach nee, auf euer Wohl. Prost. Auf aller Wohl. Der Inhaber versichert uns, dass er sich mit der Einrichtung keine goldene Nase verdient, aber zufrieden ist. Wie kommt Pflegedienstleiter Andreas Rath seit 14 Jahren im Haus mit den vorhandenen Mitteln durch den Pflegealltag? So wie ich das als Pflegedienstleiter sehe, kommt man mit diesem Geld hin. Es hat mit dem Träger, mit der Trägerstruktur zu tun, was die aus dem Haus rausholen wollen, wie sie das Haus gestalten. Haben wir das schön, wa? Ja. Ja. Das ist schön, wenn du mich so anlächelst. Dieses Heim ist für die Menschen ein wirkliches Zuhause. Es hat Bestandsschutz. Als Neubau hätte es heute keine Chance. Generell geht man auf Ein- und Zwei-Bettzimmer. Das wäre für uns also ein wirtschaftliches Problem und wir würden wahrscheinlich nicht mehr existieren können. Das ist so. Schön ist die Lisa heute. Oh, wir haben so viel Freude. Haben wir schon einmal getanzt? Ich könnte mich nicht erinnern. Hm, Lisa Margot? Es ist gut. War das gut? Ja. Haben wir ein kleines Tänzchen gewagt? Oh, ja. Darf ich dir auch ein kleines Küsschen geben? Ja. Einer von vielen. Ja? Ja. Schön.